Es ist schon wieder soweit. Ich habe schon wieder eine Vollfettwanderung gemacht. Dieses Mal nicht alleine, sondern mit Nico vom Kanal It's Nico. Wir sind von Bremen bis nach Wilhelmshaven gelaufen. Und bevor Videostart kommt, wollte ich euch Bescheid geben, dass für den Fall, falls ihr es nicht mitbekommen habt, im Community-Tab, das habe ich im Community-Tab bereits geschrieben gehabt, ich war schon wieder in einem Musikvideo drin gewesen. Link zum Musikvideo unten in der Beschreibung. Und guck mal, diese Vollfettwanderung, da war voll cool Wetter gewesen, weil da kam ganz viel D3-Schepperung und sowas. Und hier sieht man wegen Sonnenbrand, ich habe Sonnenbrand bekommen, ein paar Hautfetzen sind hier, die man hier abziehen kann. Das finde ich voll cool. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand bekommen. Das feiere ich. Und It's Nico hat die Wanderung auch dokumentiert. Und wer die Videoserie aus seiner Perspektive aus auch ansehen will, seinen Kanal habe ich euch unten auch verlinkt. So, jetzt Tag 1 der vierteiligen Videoserie. Start kommt. Ich bin draußen. Mein Wagen ist schon bereits aufgebaut. Und jetzt befinde ich mich gerade auf dem Weg von mir zu Hause bis nach Bremen Hauptbahnhof. Ungefähr 4,5 Kilometer. Ob ich dann gleich in Bremen Hauptbahnhof angekommen bin, dann treffe ich mich mit Nico von Kanal It's Nico. Und dann werde ich mit ihm bis nach Wilhelmshaven hinlaufen, mit Beine. Das machen wir. Voraussichtlich 4 Tage, aber mal gucken. Aber ich schätze mal 4 Tage. Es wird wieder voll cool Wanderung. Ich glaube, Samstag sollte ganz viel D3-Schepperung kommen. Heute ist Donnerstag. Ich glaube, da sollte es 29 Grad werden. Das würde ich voll cool finden. Prüfen, ob ich schon wieder rötliche Haut bekomme und sowas. Wenn Samstag vorhanden ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und da guck mal. Da ganz hinten ist dieser Bauhaus. Also das hier mit diesem Rot dran. Also da hinten. Das ist dieser Bauhaus, wo ich schon mal die billigste Klapserkarre vom Bauhaus geholt habe. Und Schrankscharniere. Und vorhin, wo ich den Treppenhaus runtergelaufen bin, von mir zu Hause, ist meine Tasche hier abgerissen von meinem Rücken, sodass ich diesen nochmal schnell zusammennähen musste am Treppenhaus. Und das hat Zeit gekostet. Das heißt, ich werde leicht verspätet sein, wenn ich in den Hauptbahnhof angekommen bin. Hier vorne ist diese Naht, die ich eben gerade vorhin zusammengenäht habe, im Treppenhaus. Und wisst ihr, warum das passiert ist, dass dieser hier abgerissen ist? Weil das der billigste Tracking-Rucksack in dieser Größe von ganz Amazon ist. Der hat hier nur 25 Euro gekostet. Deswegen ist das abgerissen. Und jetzt weiter zu gelaufen. Ja, ich laufe gerade schon wieder hier an diesem Netto vorbei, wo ich bis heute immer noch kein Bier drin gekauft habe. Also bei diesem Netto, der hier steht. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, hier mal Bier zu kaufen. Guck mal, da ganz hinten. Hier fahren irgendwie ganz viele Autos und so weiter lang. Die diese ganz vielen Abgasen und sowas machen. Kennt ihr diese Abgasen? Das ist scheiße für Natur. Ich brauche noch etwas über 10 Minuten, bis ich beim Hauptbahnhof angekommen bin. Und weil ich genau weiß, dass Nico jetzt gerade beim Hauptbahnhof angekommen ist, habe ich ihm geschrieben gehabt, dass wir uns bei Edeka treffen tun. Weil ich komme ja direkt aus dieser Richtung und dieser Edeka ist ja direkt neben dem Hauptbahnhof. Und dass wir uns dort treffen können, damit wir früher einkaufen können und so weiter. Weil wenn wir uns bei Edeka treffen, dann kommt er mir auch so ein bisschen entgegen. Und guck mal, hier vorne ist eine Vollfettkreuzung. Und hier vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. Ich bin gleich bei Edeka angekommen. Ich habe Edeka gefunden. Prüfen, ob Nico bereits schon drin ist.
Ich bin vor Edeka und hier Nico gefunden. Und mein Sack ist kaputt. Das kriegen wir gleich hin. Aber ich werde erstmal Bier kaufen gehen. Ich glaube, Nico braucht erstmal nichts von richtig. Edeka. Richtig. Ich gehe jetzt einmal zu Edeka rein und dann werde ich erstmal Bier kaufen gehen. So, ich bin einkaufen gegangen. Zwei Träger Wickhühler plus nochmal 6 Einzelflaschen Wickhühler, weil die hatten nur 2 Träger Wickhühler da gehabt. Dann Nico wollte das hier, habe ich ihm mit eingekauft. Der wartet nämlich draußen. Und heute wollte ich hier Brötchen fressen mit warme Frikadellen und mit Weißkraut und Hamburger Soße. Darauf habe ich heute wieder Bock drauf. Und jetzt werde ich das hier in meinen Wagen hier reinstopfen. So, ich habe jetzt gerade die ganzen Sachen hier reingepackt. Und jetzt gehe ich raus zu Nico, damit wir auf Wanderungsstart kommt anstoßen können. Jetzt erstmal Bier trinken. Gib Prost. Und jetzt Wanderung Tag 1 Start kommt. Man sieht, dass wir gestartet sind. Und dass wir nach dieser Richtung hinlaufen, dort wo wir hin müssen. Prüfen, wie viel km heute kommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Guck mal, hier vorne ist diese dreckige Weser. Also da, wo diese ganz vielen tödlichen Krabben und sowas hier rumschwimmen. Ich habe euch die Weser gezeigt. Wir waren eben gerade da drüben, an der anderen Straßenseite. Und wir sind gerade diese Straße hier rüber gelaufen. Und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, wegen dieser widerlichen Wolkenwand, die da oben ist, kommt kein D3-Schepperung. Aber weil die Temperaturen voll cool sind, habe ich schon wieder meinen roten Bierpowerfummel ausgezogen. Damit das angenehmer wird, damit ich das nicht voll spitzen muss. Cool, oder? Oh Scheiße, Google, der führt uns die ganze Zeit dorthin, wo Google mich bei der Jever-Wanderung die ganze Zeit durchgeführt hat. Und ich stehe jetzt gerade hier, wir stehen jetzt gerade hier bei diesen Schienen. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich die Jever-Wanderung gemacht hatte. Dass ich die ganze Nacht gerade ausgelaufen bin. Und das war falsche Richtung. Und dann bin ich zurückgelaufen. Und dann bin ich nach da lang gelaufen. Und das war auch falsche Richtung gewesen. Ich musste hier zwischen lang laufen. Also da, wo man das am wenigsten rechnet, wegen diesen ganzen Wiesenlandschaft da vorne. Das sieht nicht so vielleicht wie so ein ganz voll schmaler Weg aus. Aber da musste ich die ganze Zeit hinlaufen. Und deswegen, weil ich das weiß, dass ich mich hier so ein bisschen verlaufen habe, laufen wir jetzt direkt sofort da lang. Wir machen hier kurz Pause. Ich esse gleich Milchbrötchen und dann geht's weiter. Deine Haut sieht so käsig aus. Ist so, da muss mehr D3-Schepperung sein. Da muss erstens mehr D3-Schepperung sein. Komm, vorbeikommen und drauf fallen. Und du musst noch mehr Sport machen, viel mehr Bewegung richtig. Und so weiter. Da geht das weg. So frische Milchbrötchen. Lecker. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt werden wir erstmal Milchbrötchen fressen. Jungbirke. Eine Ameise hat mich gefressen. In letzten Übernachtungsvideos, wo ich einmal unter der Zugbrücke und einmal zum ersten Mal im Tarp gepennt habe, da gab es ein paar Kommentare. Ob ich nicht irgendwie Probleme mit Mücken hätte oder so, weil ich da direkt am Fluss gepennt habe.
Gut, da hatte ich Glück gehabt, weil an diesen Stellen waren kaum Mücken gewesen. Also ich habe da nur ganz wenige Einzelne gehabt. Aber guck mal, für den Fall, falls ich beim nächsten Mal irgendwie Mückenprobleme bekommen sollte, dann hier, guck mal, ich habe hier Mückenschutz gefunden. Diese hier. Wenn ich diese Blumen hier in die Nase von so einem Mücken reinstecke, dann laufen die weg. Diese Dinger hier, das mögen Mücken, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich irgendwie so gelesen. Das heißt, wenn ihr Mückenprobleme habt, dann müsst ihr von diesen hier, die riechen ganz komisch, diese Blumen müsst ihr pflücken und die hier gegen die Nase von den Mücken dran stecken. Diese rötliche Lampe, die nervt uns. Grünes Licht. Diese ganzen LKWs, die machen diese ganz vielen Abgasen und sowas. Ich habe heute noch keine Abgasen gemacht. Und wir machen so ein bisschen Rast hier auf diesen Volleyballplatz. So, ich sitze jetzt gerade mit diesen ausgepackten Sachen hier rum. Und da vorne, diese Kühe da vorne, die gucken mich zu. Und zwar, ich merke so langsam, weil ich hatte ja vor ein paar Tagen Sonnenbrand gehabt hier überall von dieser Übernachtung zum ersten Mal in Tarek. Und ich dachte mir, weil ich so langsam merke, dass das hier so ein bisschen sticht von dieser voll cool die Dreischepperung, was von oben runterfällt, werde ich jetzt erstmal so ein bisschen Sonnencreme auftragen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen gehabt, wo ich da zum ersten Mal in Tarp gepennt habe, mich genauso einzuschmieren. Und deswegen ist meine Haut so rot gefärbt. Und vor allem, ich habe das auch einfach viel zu spät gemerkt gehabt, dass meine Haut sich so langsam zu rötliche Farbe verwandelt hat. So, ich habe jetzt gerade meine ganzen Sachen ganz mühselig hier eingepackt. Währenddessen wir uns dieses Rind da vorne angeschaut haben, wie die hier rum durchfalten und rumurinieren. Und Nico sagt, dass seine Jacke nervt, weil der die ganze Zeit das halten muss und tragen muss und so weiter. Richtig. Und er möchte, dass er mal einen Wagen befestigen. Aber diese Variante gefällt mir nicht, da müssen wir eine andere Variante nehmen. Und das machen wir jetzt. Ich habe seine Jacke jetzt hier an seinen Rucksack dran gehangen. Dass er direkt hier an diesen Bändern hier hält. Von diesem Rucksack, da ist ein Knoten dran und müsste eigentlich halten. Theoretisch, ja. Oh Scheiße, ich habe gerade mein Handy verloren. Aber ich habe das gerade wieder gefunden. Und zwar dieses Handy. Das lag da vorne rum auf dieser Wiese, wo ich gerade rumgelaufen bin. Genau da habe ich das gerade gefunden. Das heißt, ich habe mein Handy wieder zurück. Voll geil, oder? Yeah. Uhrturm gefunden. Wir machen jetzt gerade hier an dieser Sitzbank so ein bisschen Sitzpause, Bier trinkend. Ja, Prost. Damit wir dann gleich weitergehen. So, jetzt weiter zu gelaufen. Da hat ganz viele Fliegen im Kopf. Uhrturm gefunden! Uhrturm Bierpower!
Ach, doch, Bierpower. Ochtum, entfluchen. Geprost. Geprost. So, wir werden jetzt ein bisschen Brotpause machen. Ich habe Brot mit Margarine, mit Weißkohl drauf und Käse und Porree. Das habe ich auch noch drauf gemacht. Und das werde ich jetzt fressen. Ich habe den Brot aufgegessen und ich denke, ich werde jetzt noch ein Brot essen. Guck mal, wir sind hier an dieses Berno oder wie das heißt angekommen und wir laufen jetzt durch dieses Berno oder wie das heißt durch. Und wenn wir da durchgelaufen sind, dann sind wir auf der Suche nach einem Wildcampsite-Platz. Irgendwie nach einem Waldstück oder so. Und deswegen laufen wir jetzt durch Berne durch und nach Berne da suchen wir irgendwie nach einem Waldstück. Genau das machen wir jetzt. Wir sind jetzt gerade direkt in Berne. Also das sieht hier genauso aus wie Mittelstadt Berne. Mit das da hinten irgendwie. Und wir laufen jetzt gerade durch Berne durch, damit wir hinter Berne dann irgendwann so einen Wildcamp-Zeltplatz finden tun. Genau das machen wir jetzt. Und immer mehr Dunkle kommt. Prüfen, ob wir das gleich vor komplett Dunkelheit unseren Wildcamp-Zeltplatz gefunden haben, wo wir dann Tarp aufbauen können. Da hinten, wo dieses Licht da drüben ist, das ist Vollmond, aber ich habe keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. Aber wir laufen jetzt nach Richtung da lang. Ja, guck mal, wir haben die ganze Zeit hier diese scheiß Straße, wo hier diese ganz vielen Fahrzeuge hier rumlaufen. Die ganzen vielen Abgase machen und sowas. Und wir haben endlich nach Kilometer endlich mal so einen Weg gefunden, das irgendwie nach Richtung nach da hinführt. Und langsam immer mal dunkler kommt. Und deswegen laufen wir jetzt nach Richtung da lang. Vielleicht treffen wir da hinten einen wunderschönen Wildcamp-Zeltplatz. Und deswegen laufen wir jetzt nach da lang. Also da hinten, wo ich jetzt gerade zeige, wo wir hinlaufen. Dunkel ist gekommen. Das heißt, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einem Pennplatz oder so. Und man findet hier irgendwie gar nichts, außer das hier. Hier vorne ist so eine ganz kleine Waldfläche oder so. Ich habe es so entschieden, dass wir doch keinen Tarp nehmen, sondern weil es voraussichtlich über Nacht nicht regnen sollte, dass wir komplett unter freiem Himmel schlafen. Also genau, hier vorne schläft jetzt Nico. Moin moin. Und hier vorne, wo dieser Schlafsack liegt und unterliegt, genau da schlafe ich. Und laut Wettervorhersage glaube ich nicht daran, dass es irgendwie heute Nacht regnen sollte. Und deswegen schlafen wir heute unter dem freien Himmel. Und darauf, dass wir heute unter dem freien Himmel schlafen, werde ich jetzt erstmal Frikadellenbrötchen braten. Haut rein und lasst dir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielleicht einen Kommentar und bis. So, ich habe jetzt meine Frikadelle fertig gebraten. Jetzt werde ich hier Weißkraut, das habe ich schon drunter gemacht. Und jetzt werde ich hier diese Hamburger Soße drauf machen. So, ich glaube, das reicht schon. Und jetzt werde ich die andere Brötchenhälfte hier drauf machen. Einmal umdrehen. Und jetzt ist Fressen fertig.
Ja, so eine Frikadellenbrötchen, die schmecken ziemlich frisch und fastfoodhaft. Genauso schmecken die. So, ich habe gerade mein Frikadellenbrötchen aufgegessen und ich habe keine Ahnung, ob ich das gefilmt hatte, wie ich mein Frikadellenbrötchen aufgegessen hatte. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich mein Frikadellenbrötchen aufgegessen hatte. Guck mal, wir haben diese Kilometeranzahl gemacht. Genau, diese Kilometeranzahl hier. 38,3 oder so. Also zumindest ist das jetzt meine Anzahl, weil ich bin ja von zu Hause bis nach Hauptbahnhof gelaufen. Nochmal 4,5 Kilometer drauf gerechnet. Aber ich habe von dort aus gezählt. Das heißt, wo ich Nico getroffen habe, der hat eine andere Kilometeranzahl gemacht heute. Und aber das hier, das ist meine Kilometeranzahl gewesen. Von mir zu Hause bis zum Hauptbahnhof und dann bis hierher. 38,3 Kilometer. So, ich denke mal, ich werde jetzt hier meine Kopflampe ausziehen und mich so langsam schlafen legen und dann würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Urinfarbige Blume gefunden. Ich habe hier meinen urinfarbigen Fummel schon wieder ausgezogen. Weil wegen voll cool Wetter und damit noch mehr der D3 Shepard.